Jetzt noch den Punkt 38 zumindest aufzurufen, als dann vermutlich letzten Tagesordnungspunkt des heutigen Tages und des Jahres in der Stadtratsbefassung. Hier geht es um das Thema Ortschaftsverfassung für das gesamte Stadtgebiet umsetzen. Einreicher interfraktionell, wer bringt uns diesen Antrag ein? Keiner. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 38, wie wir es eingangs von der Tagesordnung beschlossen haben. Ja, es ist so laut, dass man es nicht hört. Das ist angekommen. So, Frau Hartzendorf, bitteschön, um Einbringen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich mache es kurz, es ist sicher nicht einfach nach der Debatte. Aber es ist Fakt, die Umsetzung der Ortschaftsverfassung ist uns tatsächlich sehr wichtig und wir lassen da auch nicht locker. Deswegen freue ich mich, dass wir heute diesen Beschluss noch fassen. Der Antrag dient dazu, die Grundsatzentscheidung, die wir im letzten September getroffen haben, mit Leben zu füllen. Wir wollen erreichen, dass eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung von Ortsamtsleitern und Ortsvorstehern diese Aufgabe angeht und haben ein Prüfprogramm aufgeschrieben, welches wir auch breit mit sämtlichen Ortsbeiräten und Ortschaftsräten diskutiert haben. Ich selbst war bei drei Diskussionen dabei. Wir haben große Zustimmung erfahren. Ortsbeiräte wollen auch was zu entscheiden haben. Wenn sie schon abends stundenlang beraten, in der aktuellen Situation können das eben nur die Ortschaftsräte in den Randbereichen. Ich hoffe sehr, dass der Auftrag heute eine breite Mehrheit findet, auch von der CDU, die es in den Ortschaftsräten und Ortsbeiräten zum Teil auch geschafft hat, zuzustimmen. Ich bitte um Zustimmung in Form des Ausschussberichts des AV. Dort haben wir das Datum geändert, aber ich bitte zusätzlich noch um eine kleine Änderung des Datums in der Ziffer 5. Das hatten wir damals vergessen, das ist sozusagen auch noch auf den 31.12. zu setzen. Vielen Dank. So, ich frage mal jetzt nach der anstrengenden Debatte ein bisschen vor sich hinein. Wer wünscht weiterhin das Wort? Herr Ecke, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion wird ablehnen. Lassen Sie mich es kurz begründen. Sie haben, also die rot-rot-grüne Stadtratsmehrheit, die Einführung der Ortschaftsverfassung für das gesamte Stadtgebiet beschlossen. Das ist ein Faktum. Wir halten das nach wie vor für eine falsche Entscheidung, die die Stadt nicht voranbringen wird. Und da habe ich mich jetzt ganz freundlich ausgedrückt. Und es war eine unbedachte und eine undurchdachte Entscheidung, wie der Antrag, der heute vor uns liegt, erkennen lässt, und zwar ganz augenscheinlich erkennen lässt. Ich kann mich an Ihre Rede, Herr Kollege Schmählich, hier im Stadtrat noch erinnern. Wir wollen gleiches Recht für alle. Es soll nicht länger unterschiedliches Recht zwischen den Ortschaften und Ortschaftsräten auf der einen Seite und den Ortsämtern und Ortsbeiräten geben. Das klingt gut. Sie haben aber außer Acht gelassen, dass die Ortschaftsverfassung vom Gesetzgeber für, Klammer auf, eingemeindete, Klammer zu, Ortschaften zugeschnitten ist. Da ist sie auch erfolgreich. Das hängt ganz einfach mit der Größe oder Übersichtlichkeit dieser Ortschaften zusammen. Auf Stadtbezirke können Sie das nicht übertragen. Und Ihr Aufgabenkatalog, den ja der Stadtrat heute beschließen soll, umreißt die Probleme also durchaus zutreffend. Der Gesetzgeber hat für Stadtbezirke, in Dresden sind das die Ortsamtsbereiche, die Stadtbezirksverfassung vorgesehen. Die Gestaltungsspielräume für die Stadtbezirks- beziehungsweise in Dresden Ortsbeiräte, sind in der Tat etwas schwach ausgefallen. Und das ist dem Gesetzgeber auch aufgefallen. Der Gesetzgeber hat das anerkannt. Im Koalitionsvertrag 2014-19 haben sich CDU und SPD auch vereinbart, die sächsische Gemeindeordnung zu überarbeiten. Ich zitiere, um die kommunale Selbstverwaltung weiter zu stärken. Ich zitiere weiter, durch eine Neufassung der Stadtbezirksverfassung geben wir den Kommunen mehr Flexibilität hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer lokalen Mitwirkungsrechte. Aus unserer Sicht wäre das der richtige und zielführende Weg. Und da müssen Sie sich
sehr geehrter Kollege Avenarius, auch die Frage gefallen lassen, warum Sie hier auf Stadtebene diesen Irrweg Ortschaftsverfassung unterstützen und die Vereinbarung zwischen CDU und SPD auf Landesebene unterlaufen. Zurück aber zum Antrag. Sie wollen jetzt die Konzeptentwicklung, mit der Sie die Verwaltung ja bereits beauftragt haben, vorantreiben und haben eben einen umfangreichen Aufgaben- bzw. Fragenkatalog zusammengestellt. Die Fragen sind in sich logisch schlüssig. Sie hätten die aber stellen sollen, bevor Sie den Beschluss zur Einführung der Ortschaftsverfassung fassen. Sie haben ganz offensichtlich den zweiten Schritt vor den ersten getan. Und das ist schwer bedenklich. Die andere Frage ist, bedarf es dieses Beschlusses überhaupt? Die interne Arbeitsgruppe der Stadt arbeitet nach meiner Kenntnis genau an diesen Fragen. Und ich denke, das wissen Sie auch. Und da ist dieser Antrag wahrlich entbehrlich. Und da passt es dann auch dazu, dass Sie hier Termine beschließen, die illusorisch sind. Auch die Änderung 30.12.2015 macht es nicht besser. Es sei denn, die AG hat ihre Arbeit bereits beendet. Das ist mir aber so nicht bekannt. Zusammenfassend nochmal, die CDU-Fraktion steht zu einer Stärkung der Ortsämter, also der Erweiterung der lokalen Gestaltungsmöglichkeiten auf lokaler Ebene. Wenn wir uns hier treffen können, sind wir gerne dabei. Die Ortschaftsverfassung halten wir für das falsche, weil ungeeignete Instrumentarium. Ich danke Ihnen. So, als nächstes hatte sich Professor Gebel gemeldet. Dann Herr Engelmeier. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, eigentlich ist es ja ein bisschen schade, dass wir dieses Thema jetzt nach der langen Debatte behandeln, weil eigentlich wäre es doch schön gewesen, aber Herr Lichti hat ja seine Leute in dem Griff, wenn wir es doch vorher hätten behandeln können, weil genau das zeigt auch eigentlich, was Sie wollen. Ich kann erst mal sagen, wir als FDP Freie Bürger werden dem Antrag nicht zustimmen. Denn was machen Sie hier? Sie belügen wieder einmal die Bürger. Sie reden hier von Stärkung der demokratischen Rechte der Dresdner und Dresdnerinnen. Es stehen auch tolle Sachen drin und da bin ich mal ganz gespannt. Schauen Sie sich mal an, Punkt B steht drin, Sie wollen mit diesem neuen Modell es schaffen, dass dann diese Ortschaften entscheiden über die Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von in der Ortschaft gelegenen Grundstücken und öffentlichen Einrichtungen. Ganz große Klasse. Fragen Sie mal die Frau Walter, Ortsvorsteherin Schönfeld, weiß ich, wie sie gekämpft hat, als diese Frage stand, wo sie in der Ortschaft Entscheidungen hatte im Ortschaftsrat und dann der Stadtrat diese Entscheidungen anders gesehen hat. Genau diese Situation ist dann da. Wenn Sie das so wollen, finde ich das toll. Dann machen wir das so, dann entstimmen Sie das so ab, Sie haben die Mehrheit und dann bin ich mal gespannt, wie Sie dann dazu stehen, wenn eben dann diese Ortschaften solche Entscheidungen fällen, die dann auch mal unbequem sein können. Und dann steht auch drin, Bürgerbeteiligungsverfahren formell, informell. Auch toll. Machen wir so. Wir haben es wieder, Schönfeld weiß ich als Beispiel, Frau Walter kann ein Lied davon singen. Sie hat sich eingesetzt, hat Bürgerbeteiligung initiiert, hat dort Veranstaltungen gemacht und es hat eigentlich nichts genützt, weil es im Stadtrat im Endeffekt anders entschieden wurde. Deswegen, wir werden diesem Antrag nicht zustimmen. Wenn Sie das so machen, und Sie werden es machen, Sie haben die Mehrheit, machen Sie es. Nehmen Sie dann aber bitte auch die Voten dieser neuen Ortsbeiräte dann oder dieser neuen Ortschaftsräte ernst. Machen Sie das, stärken Sie wirklich die demokratischen Rechte der Dresdnerinnen und Dresdner und nehmen Sie vor allen Dingen dann die Sorgen und Probleme der Bürger vor Ort ernst. Und setzen Sie das um, was die Bürger vor Ort wollen. Dankeschön. Herr Engelmeier und dann Herr Lichti. Dann nehme ich Sie einfach beim Wort. Dann gucken wir uns einfach an, was die Ortschaftsräte und Ortsbeiräte zu diesem Antrag gesagt haben. 12 davon haben diesen Antrag nämlich zugestimmt. Nur zwei, ein Ortsbeirat und ein Ortschaftsrat, haben ein negatives Votum abgegeben. Die anderen drei Ortschaftsräte haben ihn zur Kenntnis genommen, ohne positiv, negativ daraus wirklich erkennen zu lassen. Das heißt, wenn Sie sozusagen das Spiel spielen, oh, ich finde hier jemanden, der was dagegen hat und hier finde ich jemanden, der nichts dagegen hat, dann beachten Sie diese deutlich überwiegende Zustimmung dazu. Und eigentlich ist auch Ihre Kritik ein bisschen unverständlich. Sie haben gerade damit argumentiert, ja, und dann werden die Ortschaftsräte Entscheidungen treffen, die Ihnen nicht passen. Ja, mag sein, dass Sie das machen. Genau deswegen bekommen Sie ja die Rechte. Und dann haben Sie die Instrumente gelobt. Ja, das tun wir auch und deswegen sollten Sie da zustimmen. Vielen Dank.
Herr Lichti. Ich fange jetzt mal mit einem Bibelzitat an. Deine Rede sei ja, ja, nein, nein. Und wie es dann weitergeht, zitiere ich jetzt mal nicht. Die Bibelfesten wissen das. Ach, Frau Malberg. Herr Ecke, ich möchte Ihnen einfach nur sagen, ich hatte ja das große Vergnügen, diesen Antrag bei Ihnen im Ortschaftsrat Weixdorf zu vertreten. Und da war ich doch jetzt schon sehr erstaunt, als ich Ihre fulminante Rede jetzt gegen diesen so furchtbaren, sinnlosen Antrag zu hören. Ich kann mich noch sehr gut erinnern und ich war Ihnen auch damals sehr dankbar, dass Sie im Ortschaftsrat für diesen Antrag gesprochen haben, dass Sie ausdrücklich die Zweifler wie Herrn Klein überzeugt haben, ja, wir müssen das machen, das ist eine gute Sache, das hilft uns. Also es ist explizit Ihnen zu verdanken, dass dieser Antrag im Ortschaftsrat Weixdorf eine Mehrheit gefunden hat. Und Herr Ecke, ich würde mir wirklich wünschen, Sie sind einer der wenigen Kenner, der wirklich weiß, wie man mit diesem Instrument wirklich Gutes für seine Ortschaft bewirken kann. Und Sie haben das in den letzten Jahren gezeigt. Aber ich fordere Sie bitte auf, werden Sie endlich mal diesem Anspruch, den Sie hier immer vortragen, mal gerecht. Sie sagen immer aus den neu eingemeindeten, aus den Umlandgemeinden, die seit 99 dazugehören, wir sind auch Dresden. Dann nehmen Sie das bitte ernst und hören Sie auf, diese Rechte, die Sie haben, jetzt als Privileg zu betrachten und gönnen Sie diese guten Rechte doch allen Dresdnerinnen und Dresdnern und hören Sie auf, hier diese Klientelpolitik für die eingemeindeten Gemeinden zu machen. Und machen Sie sich bitte ehrlich. Ich finde es beschämend, wie Sie agieren. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Herr Krien. Meine Damen und Herren, ich mache das gleich hier von der Seite. Eines haben alle meine Vorredner nicht benannt. Es gilt in Deutschland das zwingende Prinzip, ein ernanntes und nicht gewähltes Gremium darf kein Budget haben und ein vom Volk direktes gewähltes Gremium muss ein Budget haben. Und das ist das Wesentliche. Direkt gewählte Ortschaftsräte vom Volk haben zwingenden Anspruch auf ein eigenes Budget. Und das ist nämlich das Entscheidende. Und deswegen stimmen auch wir ganz zu damit. Danke. So, weitere Wortmeldung sehe ich nicht. Kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Ich würde es jetzt nicht nochmal separat abstimmen, wie es Frau Hartsdorf bei der Einführung gesagt hat, mit der Korrektur statt 30. November, 31. Dezember ausgeführt. In dieser Fassung soll es zur Abstimmung kommen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja, 27, nein, 2 Enthaltung, damit angenommen. Frau Filius-Jene wies mich darauf hin, dass die Programmhefte Staatsoperette gedruckt werden müssten. Bei dem Thema Tagesordnungspunkt 30 stellt es zumindest zur Diskussion, ob wir es noch aufrufen können, ohne große Debatte. Thema Änderungsantrag liegt uns vor. Dass wir das abstimmen können und damit auf den Weg bringen können in einer Fassung? Oder gibt es da jetzt große Debatten darüber? Sieht nicht so aus. Dann ist ein Änderungsantrag Fraktion Die Linke vorliegend. Wer dem Änderungsantrag stattgeben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja. 35 Ja, 25 Nein, 4 Enthaltung. Da der so interpretiere ich zumindest, ein Ersetzungsantrag ist, hat sich das
War nur. Okay, dann müssen wir doch eine Schlussabstimmung machen. Wer dann der Vorlage in der jetzt so geänderten Fassung seine Zustimmung gibt, den bitte ich jetzt um sein Zeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Ja. 37 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, wird damit auch so angenommen. Damit an dieser Stelle würde ich dann die heutige Stadtratssitzung beschließen. Ich bedanke mich für die konstruktive Zusammenarbeit heute und in den vergangenen Wochen. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder. Vielen Dank.